Hallo und herzlich willkommen zu WeShop 3. Ja, läuft ganz gut. Ich bin immer noch dabei, möglichst viele. Ich glaube, die wird auch so reinkommen. Aber trotzdem, komm, ich gebe dir mal nochmal ein. Komm mal nochmal rein, komm mal nochmal gucken. Möglichst viele Leute für den Shop zu interessieren. Ohne Scheiß, das hat jetzt wirklich schon einen guten Unterschied gemacht, was den Verdienst angeht. Ich habe jetzt zwar nur 35.000 bis hierhin, aber ich habe Kohle ausgegeben ohne Ende. Also wir haben von dem noch 33, ich habe nochmal 44 nachgekauft davon. Ja, Seeds und so weiter. Also ich habe viel Geld ausgegeben. Ich war teilweise runter auf null quasi. Und doch, das läuft schon ganz gut. Was ich mal machen wollte, ich weiß nämlich gar nicht, was die noch, ob die noch Zeug haben, die beiden. Dua. Ja, das wird schon knapp. Hier dem, ich gebe dem einfach hoch, die ganzen Bubblegums noch, die wir noch haben. Und sie kriegt ein paar davon. Ich mache jetzt mal 10. Da müssen wir auch schon wieder neue machen. Blättchen habe ich auch schon bestellt. Ich habe auch schon neue Töpfe bestellt, aber die gehen ja gerade noch. Die verbrauchen wir jetzt erstmal. Setup habe ich gerade komplett getauscht. Das ist also bei allen drei neu. Das muss ja auch alles kaufen. Die müssten jetzt gleich auch fertig sein. Ich setze mal eben so lange. So, neues Papier haben wir. Und dann machen wir. Obwohl, Early Queen habe ich jetzt gar nicht so viel. Ja, ist egal. Ist ja gleich wieder fertig. Oder ist quasi fertig. Ja. Weiß gar nicht. Saatgut habe ich. Ja, zwei Sätze haben wir noch. Können wir direkt bestellen. Wieder. Und davon. Also da kommt ja nicht so viel raus. Da kommt ja gerade mal halb so viel raus wie bei Bubblegum oder so. Ja, also kommen bei Bubblegum kam 60 raus, hier kommen 30 raus. Dafür sind sie aber auch schneller fertig. Deshalb bestelle ich hier 48. Weil die immer relativ schnell durch sind. Und man muss jetzt wirklich drauf achten. Ich verpenne das immer, wenn die fertig sind und ernte die dann nicht. Und die kaufen, also gerade die Locals, ne? Jetzt haben wir natürlich keinen, da vorne läuft einer mit der Tüte. Die kaufen echt viel. Also die Locals kaufen gut ein. Aber ich muss auf jeden Fall noch ein paar von denen überzeugen, dass die reinkommen. Die sind noch nicht so. Noch nicht so ganz überzeugt, oder? Keine Ahnung. Die sollte überzeugt sein, aber manchmal laufen sie halt auch so vorbei. Ne? Andere laufen ja auch. Sie jetzt zum Beispiel. Läuft auch einfach vorbei, obwohl das eine mit 100% ist. Ja. Die hat halt diesmal halt nur keinen Bock. Manchmal laufen sie halt vorbei. Ah, guck mal, die kommt auch rein. Ne, die war, hat auf jeden Fall 9 Käufe getätigt. Das kann auch auf der Straße gewesen sein. Aber wenn die 3, 4, 5 Käufer haben, dann kommen die auf jeden Fall rein. Mal sehen, für wie viel kauft sie? 231. Also wahrscheinlich 11 Gramm, keine Ahnung. Jetzt ist gerade eher ruhig hier. Den, der da vorne kommt, den werden wir auf jeden Fall anquatschen. Ich weiß nicht, ob der alleine schon reinkommen würde. Der hat dreimal gekauft.
Den habe ich auf jeden Fall auch schon in den Shop geschickt. Ist egal, ich schicke den nochmal. Ja, vielleicht. Warte mal, wir müssen. Ach, die sind doch fertig, ne? Wir brauchen neue. Ich mache direkt neue rein. Early Queen. Und los. Wächst schneller. Ich komme gar nicht hinterher mit drei Setups. Vielleicht sollte man da tatsächlich schon über ein viertes nachdenken. Ich wollte mal gucken, ob ich das jetzt halt so halten kann. Guck mal, guck mal, guck mal, wie sie alle kommen. Ja. Kauft mein Weed. Ihr müsst mehr kaufen. Endlich ist hier mal was los. Ja, und die beiden mit der Abfertigung, das geht schon. Die sind nicht so übel. Manchmal kommt halt so ein Pulk rein, aber die kriegen das relativ zügig wieder aufgelöst. Ist schon okay. Das geht schon. Was haben wir hier? Du? 5% eigentlich. Was hast du, Junge? Oh, komm, ich helfe dir. Lass dich verlaufen. Komm, geh mal. Das ist aber schwer, dich hier wegzukriegen. Was kann ich dir sagen? Geh doch mal weg da! Den krieg ich da nie weg. Der arme Kerl, der hängt. Der hängt. Ich kriege hier nicht gelöst. Du willst doch nicht vorbeilaufen, ne? Oh, du hast aber auch schon 6. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, der würde auch reinkommen. Was ist mit ihm hier? 7. Ja, nice, nice. So ist das richtig. Immer schön die Kurve einhalten. Rinn in den Laden. Und er kommt auch schon freiwillig, ja? Nice. Guck mal, obwohl er nur eine 3 hat. Gut gemacht hier. Jimmy. Jimmy Jones. Ja, ihn kriege ich jetzt nicht weg. Das ist aber ein. Ah ne, das ist ein Tourist. Ich dachte, das wäre der Burnout. Können wir vielleicht dich jetzt verschieben, während du hier. Aber du kriegst ihn da nicht raus. Oh! Boah, fast! Irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, wir haben ihn. Jetzt? Ja! Albert! Und dann kannst du auch wieder im Laden kommen, wenn du den Stress hinter dir hast. Ah, hier. Pflanzen, apropos Pflanzen. Haha. Wo stehen die Pötte? Ja, das ist der letzte Durchgang. Da müssen wir Pötte tauschen. Ich brauche das Zeug ja sowieso, um meine Leute zu füttern. Deshalb können wir Blanz eigentlich immer in Auftrag geben. Man könnte natürlich auch schon diese besseren Blunts machen. Aber da steht ja auch, man soll die erst machen, wenn THC-Gehalt 16% ist oder so. Deshalb warte ich mal damit noch. Die sind ja auch teurer. Ob das jetzt einen großen Unterschied macht, keine Ahnung. Ah, er kommt auch schon von alleine rein. Sehr gut. Sehr gut. Aber es gab, meine ich, trotzdem noch welche, die noch nicht so richtig wollten. Die muss ich noch zu packen kriegen. Die haben zwar immer gerne meine Geschenke angenommen,
Aber reingekommen sind sie dann doch nicht. Du willst ja nicht schon wieder. Besser. Ja, guck mal, haben wir schon wieder 40.000 zusammen. Und gleich ein Level ab. Läuft. Mal gucken, was das Level abbringt. Vielleicht kriegen wir ja neue Gerätschaften, dass wir vielleicht noch besser züchten können. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Kommst du rein? Ja, gut. Wie viel hast du? Leo, viermal. Das ist gut, dass du reinkommst. Ich finde das gut. Und der kommt auch rein. Sehr schön. Der glaube ich sowieso, ne? Du bist ja Tourist. Aber er hier. Der hat auch schon sechs Verkäufe. Ja, nice. Da hinten qualmt einer. Apropos, da qualmt einer. Merch auffüllen. Ja, das sind die letzten davon. Weil ich. Oh, ja, Level up. Ich werde natürlich nur das teure Zeug hinstellen. Was ist das denn da? Ach so, wieder irgend so ein Sprühzeug. Oh, Modern Counter. Oh, der F-Packer. Auch wieder so ein neues Licht und Bumbescher Classic. Oh, da könnten wir unseren Mückenstick austauschen. Large Grow Room. Ja, das sind natürlich. Oh. Mission complete. Keine Ahnung, welche Mission das war. Oh, wir brauchen schon wieder neue Papier. Aber dafür dürften wir jetzt langsam. Oh, die muss ich auch noch verkaufen hier. Die Steel Pots habe ich schon gekauft. 12 Stück. Auf jeden Fall haben wir 52. Das ist schon mal ganz gut. Dann lass mal sehen, was geht. Ein bisschen Geld haben wir ja. Haben wir noch genug Saatgut? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bestelle einfach 36 noch zusätzlich. Das Geld sollte ja reichen. Was war jetzt hier drin? Ach, der 50.000. Ja, da kann man drüber nachdenken. Die Kohle kommt ja jetzt schon besser. Oh, warte mal, hier diese Flagge, ne? Was? 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 30 für ein? Was? 40.000 für so ein Neonlicht? Okay. Zwar verdienen wir jetzt schneller Geld, keine Frage. Aber ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, die Preise sind hart, haben hart angezogen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Komm hier. Jetzt ist ja keine neue Sorte dazugekommen jetzt, ne? Die ist aber 27. Also die brauchen wir auf jeden Fall. Aber sind auch. Es ist kein neues Equipment gekommen, ne? Large Rookie Set. Ach oh, das ist für 8 dann. Aber wir haben aktuell das Rookie Setup, ne? Ja. Das ist dann halt nur das Große. Und ich glaube, wir könnten noch ein Setup reinstellen.
Außerdem gibt es halt eh erst bei Level 26. Okay. Ja, komm, dann bestell das erstmal. Und wir überlegen, was wir machen. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Also sparen. Nichts, was mit dem Politiker zu tun hat. Aber wenn ich hier noch zwei von hätte, dann könnte ich also 10 Dubis und 2 Joint. Ja, ach so, ich war da noch drin. 10 Dubis und 2 Joint. Das ist jetzt aber. Ich stelle die einfach ein, dass wir die nächste Mal mitbestellen. 10 Dubi, 2 Joint. So. Und beim nächsten Mal bestellen wir das dann mit. Jetzt lohnt sich das nicht. Die Frage ist, was man dann als nächstes kauft. Soll ich mir so eine Package-Maschine gönnen? Wahrscheinlich erstmal 60.000 für 2 Counter. Ach, die erhöhen auch die Wartezeit. Ja, vielleicht nicht das Schlechteste. Quasi so. Ja, und dann brauchen wir 60.000. Dann können wir uns das bestellen. Das Neon-Sign, okay. Ja, gut. Na gut, na gut. Ich hatte gehofft, das wird ein bisschen günstiger. Wir haben auch noch solche Dinger hier. Ah, jetzt geht's wieder. Wahrscheinlich hängt das immer ein bisschen davon ab, was gerade da drin fehlt. Hier, die Dinger müssen wir noch loswerden. Stellen wir mal hier und da eins hin. Sehr schön. Dann würde ich sagen, noch mal gucken, ob wir noch mal den einen oder anderen überzeugen können, der vielleicht noch nicht überzeugt ist. Da sind doch bestimmt noch welche bei, die noch nicht überzeugt sind. Du bist eigentlich bist du überzeugt, ne? Geh mal zum Shop. Und du, wie oft warst du jetzt da? Nicht schlecht, nicht schlecht, schon gut. Und du könntest ja eigentlich noch mal rumkommen. Oh, er hat gekauft, sehr gut. Gehen wir mal in die andere Richtung. Oh, die haben aber einen weiten Weg jetzt, die ich da Bescheid gegeben habe, bis die beim Shop sind. Ne? Ich meine, wenn er rennt, geht's. Was war mit dir? Du bist aber auch schon von alleine reingekommen. Ne? Ich würde trotzdem noch mal gerne, dass du noch mal kommst. Und sie hier, deine Freundin, komm da auch noch mal rum. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Nicht, dass sie sich jetzt irgendwie verhaspelt, weil ich die da angesprochen habe. Jetzt trittst du da schon irgendwelche Sachen durch die Gegend. Nicht gegen irgendwelche Schilder laufen, ne, Mädchen? Ihr seid aber auch blinde Nüsse, ehrlich, ey. Alle raus, da kommen neue Kunden. Seht zu. Jane?
Ich weiß immer noch nicht, ob andere Merch kaufen, außer Burnouts. Ich weiß es nicht. Ich hab's eigentlich immer noch nicht beobachtet. Alle anderen scheinen direkt rauszurennen. Nur die Burnouts kaufen Merch. Oh, ja. Was war da drin? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Paper. Schon mal gut. Hatte ich die abgeerntet, aber keine neuen eingepflanzt oder was? Sei es drum. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Und das kommt weg. Nochmal. Das bitte. Jawohl. Und das Setup ist noch gut. Ich glaube, hatte ich schon ein neues gekauft? Neue Setups? Nee, ist empty. Okay, dann 96. Oh, nicht schlecht. Da haben wir auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen was. So. Ich weiß gar nicht, ob die Töpfe auch was an der Qualität ändern. Oh, der ist fertig. Das heißt, wir haben. Oh, wir müssen mal den alten Scheiß verkaufen. Das hat aus dem Inventar verschwindet. Brauchen wir nicht mehr. Hier. Okay, die Pötte. War hier noch irgendwas? No. Eher die beiden. 400. So, so einen neuen Knüppel könnte man sich auch kaufen, ne? Dann können wir den hier. Da kriegen wir noch 125 für. Du kannst sogar hier die Dinger, die ihr gedreht hast, kannst du hier auch verkaufen. Aber ich glaube, besonders lohnenswert ist das nicht, ja? Und jetzt einer bringt 24. Ja, okay, das kriegst du aber sonst schon für 1 Gramm. Und da sind 6 Gramm drin. Aha. Und das Blättchen. Ja, leg das da hin. Ich frage mich, ob ich nachher nur noch die High-End-Bongs hinpacken sollte. Ach so, siehst du, habe ich das schon gesagt? Folge 28 ist mir ja wieder in die Binsen gelaufen. Jetzt müsste Folge 30 sein, ne? Und ich habe tatsächlich den gleichen Fehler nochmal gemacht. Ich hatte weiter auf dieser SSD aufgenommen, hatte die aber vorher recht leer gemacht. Also da war Platz drauf auf der Platte. Und habe gedacht, wenn da Platz drauf ist, dann macht die ja keinen Stress. Ich habe da ja viel drauf aufgenommen. Ist ja nicht so, dass ich da wenig drauf aufgenommen habe. Ich habe da eine ganze Menge drauf aufgenommen. Ja, und obwohl sie so viel Platz hatte, ist mir Folge 28. Hat eine Grätsche gemacht. Die muss ich auch noch, ja, muss ich dann rendern. Das, was noch gut ist. Ich glaube, das war genau wieder beim Level Up, wo es anfing. Ja, aber ihr wisst das schon. Wenn ihr die Folge seht, wisst ihr das alles schon. Dann brauche ich euch das gar nicht mehr sagen. Also ihr habt zumindest das Malheur gesehen. Ich werde das vielleicht wieder irgendwie so ein bisschen hervorheben. In dem Moment. Ja, keine Ahnung. Du warst auf jeden Fall auch schon drin bei mir. Ne, komm, dafür kriegst du noch einen. Darfst reinkommen. Geh. Ach, du kommst auch schön.
Irgendwie habe ich schon wieder das Gefühl, die laufen teilweise pelzig langsam. Ich habe eben das Spiel extra neu gestartet, weil das irgendwie schon wieder total pelzig wurde. Je länger das läuft, desto, ja, irgendwann sagst du so, hä, irgendwie bewegen die sich alle ein bisschen gemächlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da müssen die Jungs vielleicht noch ein bisschen dran feilen. Vielleicht läuft da irgendwas voll oder so. Irgendeine Variable, die rumspinnt. Ich weiß es nicht. Das müssen die rauskriegen. Aber an sich, so viele Fehler bemerkt man ja jetzt nicht in dem Spiel. Geht eigentlich schon. Weiß nicht, was sie hier irgendwas Neues stehen haben. Spoiler Alert. Ach so. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon, ne? Also es gibt aktuell keine Events. Scheinbar gibt es immer wieder mal irgendwelche Events. Ich habe das letzte Event aber, wie gesagt, überhaupt nicht mitgemacht, weil mir eigentlich auf den Sack ging und ich das Spiel normal spielen wollte. Den müssen wir auf jeden Fall noch öfter reinlocken. Und der will nicht so recht. Und du? Du warst ja schon einige Male da, ne? Komm noch rein. Ja, gerne, da. Geh. Also ich hatte auf jeden Fall keinen Bock auf das Event. Das war mir zu abgedreht in dem Moment. Vielleicht sehe ich das nächste Mal anders, wenn so ein Event kommt, aber. Die Frage ist ja auch, wenn ihr jetzt tatsächlich diesen Shop irgendwann mal geil hast, an irgendeiner Stelle wirst du wahrscheinlich sagen, ja, das war's jetzt. Jetzt hat sich das erledigt. Jetzt gibt es nichts Neues mehr. Weil mit der Kohle, die ihr verdienen kannst und so was, kannst du ja ansonsten im Moment auch hier wenig anfangen, ne? Außer die in deinen Laden zu pumpen. Apropos in deinen Laden. Oh, du hast ein Update. Sehr gut. Schon der zweite. Wie, Blink, blink. Sehr schön. Wie ist jetzt die Qualität? 69. Okay. Da gab es ja auch noch so das eine oder andere, die eine oder andere Mission zum Thema Qualität, ne? Aber ich glaube, die waren höher angesetzt als 69. Zwölf. Gut gemacht, gut gemacht. Was willst du, was kaufen? Hier so ein Bon. Bringt mir 70 Dollar, also kauf ruhig. Ja, die kannst du auch kaufen, dann sind die weg. Können wir hier direkt einen guten hinstellen. Vielleicht sollte ich auch irgendwann mal hier auf diese Ranzel Regale verzichten. Oder diese Luftballons entsorgen. Ja, aber immer noch hier drin stehen. Oder wir nehmen die mit bis zum Schluss. Ach, mit dir habe ich doch gerade gequatscht. Jetzt bist du schon wieder hier. Ja, komm, diesmal darfst du vorbeilaufen. Für einmal lasse ich das durchgehen. Huch. Was sage ich? Hallo, dich habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr drin gesehen. Christine? Christine? Ah, du warst aber schon ein paar Mal. Christine. Aha, sie kommt auch wieder. Sehr gut. Probleme? Ja, also. Der Witz ist ja, dass man mittlerweile mehr Zeit hat als am Anfang vom Spiel. Also man merkt richtig, dass der Laden jetzt so ein bisschen läuft. Ja, der läuft auch von alleine schon ganz gut. Ja, ich mache dir dann ein Update. Sorry, habe ich wieder verpennt. Finde ich eigentlich schon mal ganz gut, dass das ein bisschen geschmeidiger wurde jetzt. So.
es nicht mehr ganz so stressig ist, das Ganze. Okay, die hat schon Level vorher mitgebracht, ne? Aber er ist eigentlich höher. Ein bisschen darauf achten, dass die genug zu rauchen haben. Vielleicht muss ich den auch mal richtig was wegkurbeln irgendwann. Ich glaube, man könnte auch vielleicht noch über so eine Kiste nachdenken, dass man mehr Storage hat. Vielleicht arbeite ich später ja auch noch mit mehr Sorten. Ich weiß nicht genau. Dann, weil er zählt jetzt halt teilweise schon gut runter. Wenn so ein paar gute Käufer kommen, dann geht das rucki-zucki. Ja, aber guck mal, 56 haben wir jetzt schon zusammen. Da können wir bald die Bestellung aufgeben. Saatgut haben wir ja noch einiges. Das Setup ist noch ganz gut beisammen. Und die Töpfe, ja, jetzt kann ich nicht gucken nach den Töpfen. Aber die Töpfe sind ja auch besser geworden. Weil die sollten ja jetzt auch länger halten. Gut. Ich mache mich auf Richtung Level 25 und da sehen wir uns wieder. Und die Aufnahme läuft ja jetzt auf eine andere Platte, deshalb hoffe ich mal, da geht jetzt nichts mehr in die Binsen. Dafür wäre ein Däumchen cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.